Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge My Hero Wants Justice 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und vielen, vielen Dank an alle aktiven Supporter da draußen, die erste Folge bewertet haben, unterstützt haben, kommentiert haben. Vielen Dank für den Support, Freunde. Ja? Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ihr seid mein One for All. Denn ich bin derjenige, der einzeln ist, aber ihr seid alle, wisst ihr, was ich meine? One for all. Ihr wisst es doch, oder, Freunde? So, bevor wir uns jetzt hier in die Action stürzen, solltet ihr Bock haben, euch das Spiel selber zu holen, checkt es gerne bei meinem Partner Instant Gaming ab, da findet ihr es auf jeden Fall günstig, genauso wie Guthaben, Xbox, PlayStation etc. Folgt mir auf Instagram. Und Freunde, an der Stelle, danke für die Beteiligung in Sachen Top 3 mal aufschreiben. Viele hatten das schon beim letzten Mal gemacht, ja, aber schreibt gerne mal in die, also, es waren viele Bösewichter bei euch mit dabei, aber ich würde gerne nochmal speziell nur die Bösewichter, nur die Gegner. Wen findet ihr da am coolsten? Ist es Stain? Ist es Overhaul? Wer ist es eigentlich? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir starten los und Steuerung normal, Standard, let's go, ja. Okay. Und ich werde auf jeden Fall in der Folge nochmal, ich habe mir nochmal die Charaktere Namen durchgelesen. Wie gesagt, ich und Namen, ey, es ist ganz, ganz schlimm, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Und werde auf jeden Fall gleich auch noch ein paar nennen. オールマイトが本当にもう前線に立てなくなったのなら、ナンバーワンの地位は。神の国のニュースでなんかすごいこと起きてるわ。ショート、お見舞いから連絡返してくんないわで心配してたよ。おかえり。と、 お父さん、ちょっと前に帰ってきてね。様子見てくんないかな。おい、家ごと壊す気かよ。ショートか。少し付き合い、話をしよう。おー、okay, direkt zu gehen sein Papa kämpfen. Alles klar. Also, ich muss sagen, Shoto ist natürlich auch einer der geilsten Figuren. Aber, ja, er ist schon cool, aber er hat natürlich auch extremst krasse Fähigkeiten. Man muss man halt auch einfach mal sagen, dass der schon krass gesegnet ist. Beziehungsweise, was heißt gesegnet? Ihr habt ja die Serie gesehen, er ist natürlich auch gestraft mit der Böde, mit so einem Vater auch. Obwohl Endeavor natürlich auch, er ist schon krass, Endeavor ist auch schon krass, aber ist natürlich ein richtiger, typischer Arschloch-Vater. Aber, ja. Let's go, Alter, jetzt geht's richtig zur Sache. Hier, frisst das Eis, Alter. Let's go. Wir haben ja gar keine Chance. Endeavor, du Lappen, Alter. Du sollst die Nummer 1 sein? Die neue? Alter, geht der ab hier, der Shoto. Alter, yo! Komm mal her jetzt hier! K.O.! Übrigens auch mal an der Stelle, danke für die ganzen Hinweise, wo, was mit Macke gemeint ist. Ich muss dazu sagen, ich habe den Manga noch nicht gelesen. Einige hatten geschrieben, dass im Manga die Spezialitäten als Macke bezeichnen wird. Ich habe die erste Folge jetzt um, keine Ahnung, 3 Uhr nachts oder sowas. Ich habe aufgenommen, aber trotzdem nicht den Zusammenhang gecheckt. Wahrscheinlich auch, wenn ich es mittags gemacht hätte. Weil ich könnte schwören, korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber wurde nicht in der Serie immer nur von Spezialität geredet? Weil Macke ist ja auch eher sowas Negatives behaftetes. Und das ist ja eigentlich nichts Negatives in der Welt. Ich habe den Manga, wie gesagt, noch nicht gelesen. Schande über mein Haupt, aber ich weiß nicht. Aber wenn es da die ganze Zeit als Macke bezeichnet wird, keine Ahnung, Macke ist ja normalerweise was Negatives, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Aber danke für die Aufklärung, dann war ich jetzt auch bescheuert. でも今思えば親父は親父なりに考え始めていたのかもしれない。俺も俺なりのやり方で。 Aber es ist schon krass, du zockst hier tatsächlich 1 zu 1 die Story von Season 4 nach, wa? Also für die Leute, die Season 4 noch nicht gesehen haben, ich habe mich beim letzten Mal auch versprochen, aber ich habe es ja korrigiert. Ja, ihr könnt euch auch das Spiel reinziehen, es ist natürlich gekürzt alles. Und ich frage mich, bis zu welchem Zeitpunkt wir spielen hier? Und auf der anderen Seite,
wenn wir wirklich nur die Story nachspielen, dann sind wir relativ schnell durch. Dann ist das Spiel wahrscheinlich 3 Stunden lang oder so. Sollen wir die Nebenmission mitnehmen? Die Nebenmission nehmen wir mit, oder? Ja. Let's go. Also, Freunde, ich will nochmal ein, zwei hervorheben, welche ich geil finde aus der Klasse 1A. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mega Fan von Fumikage. Ich glaube, der hieß so Fumikage, der mit dem Shadow. Super geil. Dann meinte ich ja beim letzten Mal Red Riot Eshiro. Auch krass. Da war ich richtig geflasht, als er sich plötzlich so eine Stufe 2 Verwandlung gemacht hat. Das sah richtig geil aus in der Serie. Also den finde ich auch sehr, sehr nice. Und オールマイトと共に家庭訪問に向かった。まずはジロン地下。必ず強化さんを立派なヒーローに育て上げてみせますので、全寮生についてどうか今一度任せていただけないでしょうか。ああ、先生いいっすよ。頭なんか下げなくて。このおっさん、 オールマイトの戦い見てこんなロックな人に教えてもらえるなんてって泣いてたらしいっすもん。もっと非難されるものと覚悟してました。理解のある親御さんで助かった。そして感謝します、オールマイト。よせやい、らしくない。それに次は爆豪少年の家だ。そううまくいかないと思うぞ。 いや、爆豪少年、わざわざ家の前で待っていてくれたんだね。オールマイト、聞きてえことがある。デクはあんたにとって何なんだよ。すまない爆豪少年、ここだけはさらせないんだ。生徒だよ、君と同様に善とあるヒーローの卵だ。 力ずくで口開かせてやんよ。まったくお前は合理性のかけらもないな。見ての通り、オールマイトは重傷だ。そんなに体を持て余してんなら、俺が相手してやる。オールマイト、私の後ろに。 Also jedes Story-Strang wird einfach am Ende mit einem Kampf ausgetragen, oder was? Hier, Herr Aizawa, Eraserhead finde ich auch cool, weil er so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es, geht's einem von euch auch so? Der hat so ein bisschen, Kakashi-Vibe, ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen Kakashi-Vibe, so dieser verschlossene Meisterlehrer, der so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie, ich musste beim ersten Mal so ein bisschen daran denken. Alter, der steuert sich ja mega krass, Alter. Aber Katsuki ist natürlich auch geil, oder? Erstmal ernsthaft. Ist schon auch eine coole Sau, Alter. Komm mal her jetzt hier, hör mal auf hier, los. Jetzt hier, zack, zack. Das ist viel zu einfach, das Game, Alter. Irgendwie. Aber ist ja auch recht simpel aufgebaut vom Kampfsystem, ja. Ich komme gar nicht dazu, ein paar geile Typen zu erwähnen, aber Eraserhead ist auch cool, auf jeden Fall. Spider-Man? Das war Spider-Man, hier, so ein kleines Easter Egg, oder? Die Haltung gerade? Sah so ein bisschen aus, zumindest. Ey, ohne Scheiß, wenn wir wirklich die Season 4 nachzocken, dann sind wir in 3 Stunden durch mit dem Game. Gefühlt. Oder? 4 Stunden vielleicht. いいハイ。カツキ、あんた何やってんの？また先生方にご迷惑かけて。あんた家庭訪問のことバレてないとでも思ったの？バレバレよ、バレバレ。あの、あ、寮の件ですよね。どうかこの子のことをよろしくお願いします。この学校はカツキを見てくれてるって思いました。こんなどうしようもないやつだけど、 さっきみたいにみっちりしごいていいヒーローにしてやってください。爆豪の袋さんから話を聞くと、どうやら俺の会見を見て雄英を信頼してくれたらしい。これからは生徒たちを本当の意味で預かることになる。教師一同、より一層気を引き締めなくては。 Okay.
Feuerkostüm, wo kann ich die denn ändern? Kostüme ändern? Obwohl, warte mal, ich sag jetzt 4-5 Stunden, aber wir sind abgeschlossen 5% erst. Und das hier, diese Silbermedaille, Alter, die ärgern mich schon so ein bisschen, ehrlich gesagt. Mal gucken, vielleicht machen wir das später nochmal auf 100%. Oder auf S. Ist S der beste Rang oder gibt es Doppel-S noch? Ich weiß nicht. Gut, let's go. Ich bin jetzt mal direkt, Mama. Für meinen Traum habe ich schon so viel riskiert. Natürlich ist meine Mutter jedes Mal krank vor Sorge gewesen. Verständlich, Junge, verständlich. Manche Kapitel sind in Haupt- und Nebenmissionen oder Szenarien getrennt durch Abschluss. Ja. Ich muss ehrlich sagen, schau dir das Video an. Okay. Wir nehmen auf jeden Fall beide mit. Nebenmission und das normale nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Wenn wir es Spider spielen, ne? Ja. 全寮制の導入を進めることとなった。遊泳教師たちは各家庭へ全寮制導入の承諾を得るために家庭訪問をすることに。そして僕の家にはオールマイトがはっきり申し上げます。伊豆の親として遊泳高校に息子は預けられません。遊泳でなくてもヒーロー化はあります。 ヴィラン襲撃の王座や僕がボロボロになる姿が原因だ。母の気持ちをないがしろにしてきた当然の帰結。でも見て、お母さん、オールマイト。合宿の時助けた子から手紙もらったんだ。ありがとうって。この手紙がこの子が僕をヒーローにしてくれた。 遊泳でなくたってどこだっていいよ。僕はヒーローになるから。君にとって遊泳で学ぶということに大きな意義があると思っていた。しかし君はもうただ私の背を追うだけの人間ではない。ならば私は伊豆少年が 私の後継に平和の象徴になるべき人間と思っております。伊豆少年に私の全てを注がせてもらえないでしょうか。横に立ち共に歩んでいきたいと考えております。この命に変えても守り育てます。嫌です。だってあなたは伊豆の生きがいなんです。 命に変えないで、ちゃんと生きて、守り育ててください。それを約束してくださるのなら、私も折れましょう。約束します。憧れのヒーローから、ここまで行ってもらえるようになってたんだもんね。これがあなたにとって何よりも幸せなことなんだよね。 伊豆くんも分かってるね。絶対心配させない。 Okay, alles klar. Hier war es dann wirklich nur ein Video. Hätte ja sein können, dass es am Ende so endet, dass All Might gegen die Mutter von Izuku kämpft. Wer weiß, wäre irgendwie lustig gewesen. Ey, plötzlich packt die übelst die Schellen aus oder so. Spielerkarte, okay. Let's go. Alles klar. Ach, warte mal, jetzt sehe ich das. Ach so, guck mal hier. Wahrscheinlich zocken wir die Story einmal auf der Heldseite nach und das lilane Unterheld in der Mitte ist wahrscheinlich auf der Schurkenseite da, oder? Ah, okay, gut, dann wird das Spiel wahrscheinlich doch ein bisschen länger gehen als 3-4 Stunden. Hoffe ich doch zumindest. Jetzt haben wir, los geht's! Erster Tag im Wohnheim. Und du hast schon schlechte Laune. Hey, Trottel, komm her. Okay, let's go. Komm, das können wir auf jeden Fall noch in die Folge packen. Ist okay, ist in Ordnung. Also bisher das Game ist in Ordnung. Ist jetzt, reißt jetzt keine Bäume aus oder sowas. Ich weiß jetzt auch nicht, wie cool der Online-Modus ist, aber ist okay. Bisher. Nicht schlecht.
ハイツ・アライアンス、ここが新しい僕の、いや僕らの家だ。とりあえず1年A組無事に集まって何よりだ。さてこれから寮について軽く説明するが、その前に一つ大事な話だ。いいか、轟、霧島、緑谷、八百万、飯田、この5人はあの晩あの場所へ爆豪救出へ赴いた。その様子だと行くそぶりはみんなも把握していたわけだ。行った5人はもちろん、把握しながら止められなかった奴らも除籍処分に本来ならしてる。理由はどうあれ、俺たちの信頼を裏切ったことには変わりない。しかしヴィラン連合の出方が読めない以上、遊泳から人を追い出すわけにはいかない。正規の手続きを踏み、正規の活躍をして信頼を取り戻してくれるとはありがたい。以上。さあ中に入るぞ。元気に行こう。除籍処分、信頼の裏切り。いや待って、元気に行けないです。青空来い。え、俺、何、やだ、なんで。geil, Alter, die bauen jetzt hier wirklich in jeder Action irgendeinen Kampf ein. Alter, direkt in Schniedelwutz, Alter. Habt ihr das gesehen? Alter, Bakugo, du bist so ein mieses Schwein, ey. Direkt eine Faust auf den Schniedel, Alter. Yo! Ey, sag mal, auch in dem Tutorial gingen die Plus-Ultra-Angriffe voll auf daneben. Auch jetzt sehe ich schon wieder, was mache ich denn? Ah, schon wieder. Schön gegen die Wand geworfen. Ist halt auch geil, erstmal werden die zurechtgewiesen, wa? Jo, nicht mit mir, Bruder. Ey! Erstmal werden die zurechtgewiesen und dann erstmal die ganze Umgebung in Schutt und Asche legen. Oh, Alter, wie Blanka von Street Fighter, ey! Alter, der macht mich platt, der macht mich platt! Komm schon, Bakugo, los! Ah, ich muss blocken, ich muss auch mal blocken, Alter. Jetzt muss ich es aber mal treffen hier. Jawoll, Alter, ich dachte schon, der macht mich platt. Ich hab den Kampf nicht zu ernst genommen. Win! Ah, nur ein B. Oh Gott, wie schlecht. Na ja, gut, alles klar. Man hat gesehen, das war nicht gut. Das war nicht gut.雷？どうした、バクゴ？いつまでもしみったれられっと、こっちも気分悪いんだ。フィドフィー、ダメ、うち、この雷、ツボフン、いつもみたいにバカさらせ。茶番、もう時には必要か。So sieht's aus. Manchmal muss man einfach ein bisschen Spaß haben. Freunde, und ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Lasst es mich gerne wissen. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, unterstützt es gerne. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. One for all. Ihr wisst es. Ja. Wie gesagt, checkt die Videobeschreibung ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Wenn ihr euch das Spiel gönnen wollt, checkt meinen Partner Instant Gaming ab. Da findet ihr es günstiger. Und wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, was eure Top 3, Top 5 der Schurken ist. Ja. Immer sehr gespannt. Ich werde einfach meine beim nächsten Mal sagen. Okay? Machen wir es so. Wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe doch. Also, haut rein. Tschüss.